Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, liebe Freunde. Heute habe ich wieder was extrem nice für euch geplant. Und zwar gibt es heute ein Schlag den Pro. Wenn ihr nicht wisst, was es ist, werde ich euch das Ganze jetzt ganz kurz erklären, okay? Also, heute werde ich mit Flopper Frey spielen. Frey, den kennen wahrscheinlich auch einige von euch. Ist auf jeden Fall ein Pro-Spieler. Er hat 43.000 Euro Earnings. Heute werden 6 verschiedene Leute gegen Frey ein 1 gegen 1 machen. Sollte Frey alle 1 gegen 1 gewinnen, gewinnt er Geld. Wenn nicht, dann gehen einfach alle leer aus. Es werden 4 verschiedene Spieler aus Team Creed, also meinem eigenen Clan, gegen Frey spielen. Und danach werden noch 2 random Leute aus dem Chat gegen Frey spielen. Das heißt, liebe Freunde, ne, ihr wisst Bescheid, es lohnt sich bei mir auf Twitch dabei zu sein. Twitch, Tante Shanti mit 2 i. Ihr wisst, wie das Ganze ist. Und ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Ich bin sehr gespannt auf die Plays von Frey und auch auf die Plays von Leuten aus Creed, liebe Freunde. Creator Kuchanti, Like und Abo, ihr wisst, wie das geht. So, Lars spielt als erstes. Okay, Jungs, dann machen wir bis 5 mit Pingpong. An die Leute aus dem Video, nicht wundern, ich muss mir jetzt die ganze Zeit einen Kühlakku links an meinen Arm halten, weil ich wurde heute das zweite Mal geimpft und dann wird gesagt, ne, ich muss irgendwie meinen Arm kühlen oder sowas. Deswegen nicht wundern, ich werde trotzdem probieren, möglichst gut hier für euch das Spiel geschehen. So, wir gucken jetzt hier als erstes Frey zu. Darf ich reden, Frey, oder nervt das? Darf ich mich, wenn es nervt. Okay. Frey jetzt hier im Highground gegen Lars. Ich glaube, Lars ist halt krass nervös, ne? Ja, Lars bekommt da schon den ersten Hit. Ihr habt wahrscheinlich schon das andere Video mit Lars gesehen, da hat Lars sehr krasse Plays gemacht, aber ich glaube hier wird er sich nicht ganz so viel trauen. Ja, macht euch. Er macht irgendwie einfach den dicksten Edit überhaupt auf. Oh, da bekommt Frey aber schon einen dicken Hit. Ich weiß, ich bin sehr gespannt, sehr gespannt, wie das heute hier ausgehen wird. Lars mit der Cone. Das sind die Exploits gelernt in der Creative. Hier, liebe Freunde, wir sehen jetzt hier ein vielleicht spannendes Battle, ich weiß es nicht. So, Frey wird da geconed, kommt aber gut raus. Beide haben sich hier ungefähr gleich viel Damage gemacht, das nimmt sich gerade noch gar nichts. Und da kommt einfach der 150er aus dem Nichts. Im Dezember noch, ja, der CKM vielleicht besser ist. Nicht nur vielleicht, der ist ja besser. Euro. 460. Ja, mit 16 Millionen Aufrufen. Digga, Frey hat so krasse Hits. Okay, ist ja gut. Okay, what the fuck? Oh! Ja, nein, das war einfach lucky. Krass. Lars jetzt hier. Probiert irgendwie in Highground zu kommen. Und ist im Highground. Ich bin gespannt, ob er jetzt hier ein bisschen für ein Play geht. Ja, egal, ich try jetzt. Alles gut, Digga. Ich hab einen gesucht, der ungefähr so gut ist wie ich. Fühlt sich gerade ein bisschen zu viel, glaube ich. Fühlt sich gerade komplett. Also das fühlt sich gerade so krass. Okay, Lars ist hier auf jeden Fall im Highground. Droppt runter. Lass wieder hochgehen, funktioniert gar nicht. Da kommt eine Fullbox von Frey. Verstehst du das, Digga? Was? Spielt man schlechter, wenn man krank ist? Ja, genau, schlecht. Ja, nein, ich bin auch krank. Ja, Geist ist gut. Ist nicht geil, ist körperlich krank. Übel unlustig, scheiße. Oh! Lars bekommt einen dicken Hit, aber holt sich doch irgendwie hier den Sieg. Ja. Na, Bro, das Frey unsympathisch ist ein Meme, so, weißt du? Achso, ah, okay, na, ich hab mir nicht Fresse. Digga, hau mal rein! Oh, Digga. Lars hat irgendwas genommen oder so. Also, hey, da, Digga. Ja, okay. Ja, tut mir leid, dass ich in Frankfurt lebe. Junge, was? Lars hat Dirty getrunken. Ja, ja, ich glaube auch. Oh nein, nein, Lars hat noch gebumst. Lars ist ja auch nur noch 80 HP. Noah spielt für ihn. Also, ich muss gerade sagen, ich bin wirklich ein bisschen stolz auf Lars, ne? Aber das ist gerade, glaube ich, also Lars hat wirklich sehr viel Heal gerade. Das ist gerade sehr, also keine Ahnung. Okay, strong.
Deswegen, ich weiß nicht, ich bin irgendwie für Frey eigentlich, weil Lars sonst, ja, ich bin irgendwie, es ist eigentlich ehrenlos, weil Lars mein Duo-Mate ist, aber ich bin irgendwie für Frey, weil Lars mich sonst jedes, also wenn ich Lars einmal in der Arena hochhole, ne, wird mich Lars so abfucken, dass er gegen Frey im 1 gegen 1 gewonnen hat. Okay, Jungs, Frey hört jetzt gar nichts mehr, ne? Also Frey hört jetzt hier wirklich gar nichts mehr, er will alles machen, damit er nicht joked. Jetzt wissen die Jungs, Frey ist auch 20, ne, da lassen die Reaktion langsam auch nach. Frey probiert dafür einen Hit zu gehen, Frey hat 0 Mets. Also das darf Lars nicht joken. Wenn Lars das joken, wird es langsam echt ein bisschen peinlich. Ja, Frey springt runter, das Beste, was du in der Situation machen kannst. Ey, Lars bekommt einfach mehr Damage. Was macht Lars da? Digga, der hat so einen dicken Finger in der Nase, scheiße. Ey, ich dachte, Chat 1 in Chat, wenn er auch nicht dachte, dass es so spannend ist. Jetzt bei den beiden. Ich dachte, wirklich, Real Talk Frame macht irgendwie ein 5-1 oder so. Okay, Chat. Frame will halt auf keinen Fall verlieren, ne? Und er hat halt auch, also er hat verdammt viel Heal, ne? Ja, Azad, du kannst kommen. Ja, Azad, du hast auf jeden Fall, du bist Creed. Ich darf mir noch 2 aus Creed aussuchen gleich. Ne, 3 aus Creed. 3 aus Creed darf ich noch aussuchen. Oh, Frey probiert die ganze Zeit für ein Heil zu gehen. Aber Lars hat so Angst. Du bist nicht in Creed-Syntax. Lars hat einen Finger in der Nase. Wie schlecht von Lars. Okay, Frey. Volles Rohr. Dann W-Queen, aber Lars hat auch Angst. Es ist jetzt wieder ausgeglichen. Ein 3-1 hat Frey ganz gut zum 3-3 gemacht. Und jetzt hat Lars natürlich auch Angst, ne? Lars ist jetzt sehr, ne? Man merkt auf jeden Fall. Oh mein Gott, Lars wird hochgenommen. Hau mir ein Ding. Hau mir ein ganz dickes Ding. Lars wird so hochgenommen. Ah, und da wird Frey sein Ego gerade ein bisschen gepusht. Und das ist jetzt der Matchpoint für Frey. Digga, da hat der. Hat er ein 3-1 zu einem 5-3 gemacht. Lars muss das jetzt auf jeden Fall gewinnen, damit es ins Ping-Pong geht. Ey, was macht er denn jetzt? Er macht Lopez. Okay, er macht Lopez in Real 6, chillig. Ey, das ist schon ein dickes Comeback. Das ist gerade ein bisschen peinlich für das. Also am Anfang war es sehr peinlich für Frame, jetzt ist gerade ein bisschen peinlich für das. Null. Hä? Null. Wie null? Wenn du gegen einen Pro verlierst, das ist nicht peinlich. Ja, aber so ein Comeback zu kassieren, weißt du? Vor allem Lars ist ja Crash vor mir. Ja, irgendwo schon. Aber ich find's trotzdem null peinlich. Er ist so tot, er ist so tot! Er ist so tot! Okay, und damit hat Frey die erste Runde und den ersten Gegner besiegt.